Am Montagabend fand sich in Gera eine Vielzahl geladener Gäste aus Politik und Wirtschaft zur dritten UNICEF-Benefits-Gala ein. Unter dem Motto Thüringen für UNICEF riefen die vielen Freiwilligen zum Spenden auf. Bekannte Persönlichkeiten stellten Projekte vor, Künstler zeigten ihr Können für einen guten Zweck. Den Anfang machte Heide Simonis. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein ist seit diesem Jahr Vorsitzende des Kinderhilfswerks. Sie vertrat das Projekt gegen die Beschneidung von Mädchen. Jedes Jahr seien weltweit 2 Millionen Menschen von dieser Tradition bedroht. In 28 Ländern gehören die Praktiken zum Alltag. Um dem entgegenzuwirken, setzte UNICEF auf die Mitarbeiterinnen in den entsprechenden Ländern. Sie versuchen über einen langen Zeitraum hinweg das Vertrauen der Dorfältesten und Eltern zu gewinnen. Denn nur damit können sie ihnen die Gefahren der Riten vermitteln. Das Ziel ist, dass die Menschen das Weglassen der Beschneidung als Selbstverständlichkeit anerkennen. Ebenfalls nicht totgeschwiegen werden darf die Thematik der Kindersoldaten. Senaid Mehari hat in ihrer Kindheit selbst die Erfahrung machen müssen, was es heißt zu kämpfen. Ich wurde ausgebildet als Kindersoldatin, aber da ich sehr jung war und sehr, sehr schwach war, bedingt durch wenig Essen, wenig zu trinken, Krankheit, musste ich nicht ganz an den Front, sodass ich ums Leben gekommen bin, wie man sieht. Ich habe es überlebt, aber leider ist das Thema damit nicht durch, nicht für mich, nicht für andere Kinder. In Afrika ist es leider sehr, sehr extrem. Statistisch gesehen gibt es mehr als 300.000 Kindersoldaten. Um diese Zahl zu verringern, kämpft Senaid Mehari für mehr Aufmerksamkeit und um ein Verbot der Grausamkeiten. Das spiegelt sich auch in ihrer Musik wider. Das Glück klopft nicht an deine Tür, du musst es suchen gehen. Rasant und bunt ging es im Anschluss auf der Bühne zu. Der Aktionsmaler und Karikaturist Joe Herz ließ vor den Augen der Zuschauer 3 Porträts entstehen. Wortwörtlich von Hand malte der ehemalige Wertpapiergestalter Audrey Hepburn, Peter Ustinov und Whoopi Goldberg. Die 3 sollten am Ende des Abends versteigert werden. Doch zuvor hieß es, UNICEF baut Schulen. Jahrzehntelang herrschte in Angola Bürgerkrieg. Unzählige Gebäude wurden zerstört. Heute befindet sich das Land wieder im Aufbau und die Kinder gehen wieder zur Schule. Allerdings unter freiem Himmel. Um den Kindern die Chance auf ein besseres Leben zu geben, startete im Mai letzten Jahres das Projekt Schulen für Afrika. 200 Schulen konnten bisher gebaut und Lehrer ausgebildet werden. Doch damit nicht genug. Ziel des Projektes ist es, bis 2009 5000 Schulen zu errichten. Auch Prominente setzten sich bei UNICEF ein. Die Bildungsprojekte für die Mädchen, das ist schon mein Schwerpunkt, weil ich glaube, man kann den Kreislauf der Armut nur durchbrechen, indem man Bildung, Bildung und immer wieder Bildung vermittelt. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Dafür seine Umwelt zu verstehen, dafür zu verstehen, wie man seine Rechte durchsetzt. Von daher glaube ich, ist das mit das Wichtigste, was wir in der dritten Welt den jungen Mädchen und natürlich auch den Jungs da mitgeben können. Ein Teil zum Hilfsprojekt trugen auch die Kleinsten bei. Durch den Verkauf von 120 Metern selbstbemalten Geschenkpapier sowie Schals und Taschen nahmen sie 2000 Euro ein. Diese Summe spendeten die Kinder für ein Kinderlächeln. Am Ende des Galaabends belief sich die Summe aller Spenden auf rund 8000 Euro. Und gemeinsam gegen alles, was uns trennt.